heute habe ich mich dazu entschieden, mal ein bisschen Musik im Hintergrund laufen zu lassen von CC Radio. Ja. Und ja. Link in der Beschreibung. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen, dass jetzt schon so viele Videos für WWDC gab, mache ich jetzt auch noch ein Video dazu. Und zwar fangen wir einfach mal an mit der iCloud. Ja, ab Herbst. Jetzt ist die Seite auch endlich auf Deutsch. Vor ein paar Stunden war sie noch auf Englisch. Und wir sind hier auch in der DE-Seite, wie man sieht. Ja, die iCloud. Ist jetzt schon in den iOS-Geräten beziehungsweise in den App-Stores verbaut. Und zwar, wenn man jetzt bei den kleinen Geräten, also was iPhone-mäßig ist, einfach mal auf den Update-Button geht, wird angezeigt, wartet. Ich muss mal ganz schnell nachgucken, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, was angezeigt wird. Genau, gekaufte Artikel. Und beim iPad ist es einfach zwischen den Kategorien und den Updates, wo man dann die Möglichkeit hat, entweder iPad, iPhone, also jetzt beim iPad auf jeden Fall, beim iPhone, und so kann ich es nicht sagen, da ich keins habe, und den iPad hatte ich auch schon lange nicht mehr in der Hand. Ja, also man hat die Möglichkeit zwischen iPod, iPad und iPhone und alle und nicht auf dem iPad in dem Fall. Bei nicht auf dem iPad kann man sich einfach alle Apps runterladen, die man halt so hat. Natürlich kostenlos dann. Einfach auf den Runterladen-Button klicken. Ja, iCloud ist allerdings auch noch für mehr Sachen in der Lage. Und zwar, was ist iCloud? iCloud speichert deine Musik, Fotos, Apps, Kalender, Dokumente und mehr und pusht alles drahtlos an deine Geräte. Ganz automatisch. Bequemer kannst du deine Inhalte wirklich nicht verwalten. Ja, und zwar, wir sehen es hier, Foto geht in die Cloud, wird dann aufs iPad bzw. den Mac gesendet. Ganz genau geht es natürlich auch mit Musik. In der iCloud kann man das senden oder Dokumente, geht dann aufs iPhone bzw. den Mac. Und hier sind wir wieder beim Fotostream. Ja, man bekommt 5 GB kostenlos. Bei Dropbox, was ich momentan nutze, sind es so, ich glaube, 2 GB. Ja, also haben wir hier wesentlich mehr, was man kostenlos nutzen kann. Man kann sich natürlich auch noch mehr Gigabyte kostenpflichtig erwerben. Man kann mehr Gigabyte kostenpflichtig erwerben. Ja, so ist ja das richtig. Ja, iTunes in der Cloud Beta startet in den USA. Ich frage mich genau hier. Ja, startet es gerade. Oder hier unten? Nein, okay. Es ist möglich, über das Wi-Fi bzw. 3G-Netzwerk alles zu streamen. Ja, iTunes in der Cloud. Jetzt musst du natürlich gleich da drauf gehen. So. iTunes in der Cloud, Fotostream, Apps, Bücher, Dokumente und natürlich Backups, obwohl ich bei Backups mir nicht so sicher sein würde, ob das viel Sinn macht, weil wenn man sich überlegt, wenn man jetzt ein iPad mit vielleicht 32 GB hat und jetzt nicht gerade die schnellste Internetverbindung, das würde schon sehr lange dauern, da es in dem Fall alles hier hochlädt, speichert und wieder runterlädt. Und natürlich mit 32 GB, normal sind 5 GB frei, also wäre das auch schon
nicht mehr das Billigste, ne? Ja, man hat natürlich auch noch die Variante Kontakte, Kalender und Mail. Läuft natürlich auch alles über die iCloud. Ja, mehr möchte ich darüber jetzt nicht eingehen. Link natürlich in der Beschreibung. Wir werden gleich weitermachen. Ich gehe jetzt auf die Apple-Seite wieder. Und zwar mit iOS 5 über 200 neue Features für iPad, iPhone und iPod Touch. iOS 5. Ja, ab Herbst kommt mit der iCloud. Wir bringen iOS aufs nächste Level. Ein sehr guter Spruch. Gute Werbung. Ja, und zwar haben wir jetzt das Benachrichtigungssystem. iMessage, den Zeitungskiosk, die Erinnerungen, Twitter, ist jetzt alles auf Deutsch hier, abgesehen davon, also vor nicht allzu langer Zeit, also vor ein paar Stunden noch alles auf Englisch. Ja, Kamera natürlich, ist ja ganz klar. Fotos, Safari, PC Free und weitere Features. Ja, das ist das Benachrichtigungssystem, indem man hier rauftippt, fährt dann diese Leiste runter, sieht überall anders natürlich aus. Und da werden dann halt Mails, Kalender, das war ein Vogel, ja, Mails, Kalender und von wie man halt was geschrieben bekommen hat. Ja, wenn man jetzt im Spiel ist, in dem Fall Cuts Rope, wird es dann einfach hier oben angezeigt und nicht mehr dieser fette blaue Button, den man allerdings immer noch einstellen kann. Und so sieht es jetzt beim iPhone aus, das ist dann alles ausgefüllt. iMessage kann man sich vorstellen wie Skype. Und zwar ist es auch ungefähr so aufgebaut, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht. Man kann halt einfach mit seinen Freunden, wenn man die Apple-ID hat, über die läuft das meiner Meinung nach nämlich alles, kann man darüber sprechen. Und zwar iPad, iPhone, iPod Touch. Ich wette, es kommt auch nochmal der Mac dazu. Ja, ich muss nochmal schnell gucken. Wie sieht das denn aus, wenn man so auf dem Homescreen, also auf dem noch verschlossenen Bildschirm, auf dem Lockscreen bekommt und so beim iPhone. Und Benachrichtigungen sehen so aus. Ja, ganz neu ist der Zeitungskiosk. Und zwar ganz einfach, man kann sich hierüber Zeitungen kaufen, abonnieren. Ja, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wie das dann laufen wird, weil hier steht ja 390. Ich schätze, ihr werdet das sehen. Ja. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie bei Apps einmal 3,99 oder monatlich 3,99 oder vielleicht sogar wöchentlich. Denn bei den meisten Zeitungs-Apps ist es ja dann 3,99 wirklich pro Ausgabe. Und ich schätze, so wird es hier auch sein. Ich hoffe es eigentlich nicht, aber ich schätze, es wird so sein. Ja, dann die Erinnerungen. Gibt es auch viele so schon im App Store, also ja, jetzt nicht unbedingt viel Neues, so wird es aussehen. Was allerdings neu ist, sind die ortsbezogenen Erinnerungen. Und zwar, wenn er jetzt weiß, dass man halt zu Hause ist, auf der Arbeit ist, kann man halt, sagt er dann halt, hier musst du das machen oder hier hast du dir das vorgenommen. Ja. Das ist halt neu. Ganz neu ist natürlich jetzt auch Twitter. Und zwar ist es in fast jeder App integriert oder man kann überall twittern. Ja. Und zwar wirklich überall in jedem iDevice. Beim Fotos machen sehen wir hier gleich. Twitter, drucken. Wallpaper und natürlich auch als Message kann man es versenden. So sieht es aus, wenn man ein Foto
versendet über Twitter, das ist schön gemacht eigentlich, über so eine, ja, so ein kleines Nachrichtenfeld halt, ja, man kann auch anzeigen, wo man ist. Und ja, ist halt wirklich so gut wie in jeder App integriert. Wir sehen hier Safari, YouTube, Karten sogar noch. Also wirklich überall drin. Ja, auch die Kamera wird aufs nächste Level gebracht. Und zwar ist jetzt ganz neu dieser kleine Button hier. Das kann man dann jetzt wahrscheinlich einstellen, dass wenn man im Lockscreen ist, kann man gleich von da aus ein Foto machen. Also man kommt in die Kamera-App und man kann jetzt über den Lauttasten-Regler die Fotos halt machen. Vor, ich glaube, 2 Monaten wurde das einer anderen App dadurch gesperrt, dass das halt nicht mehr sein durfte. Und das gab es auch schon, meiner Meinung nach, als Zydia-App. Ja, man kann jetzt den Autofokus festlegen und man kann auch durch diese Fingerbewegung ranzoomen. Ja, die Fotos wurden auch geupdatet, natürlich mit iCloud. Ja, man kann jetzt die Fotos ganz einfach bearbeiten, also automatisch verbessern. Ist wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht, da teilweise die Fotos ja nicht so gut aussehen, vor allem auf dem iPad fällt das auf. Auf dem iPad 2. Ja, rote Augen korrigieren. Vorher, nachher. Ist auch nicht schlecht. Hoffentlich wird es gut umgesetzt. Safari wurde auch aufs nächste Level gehoben. Und zwar haben wir jetzt, wie man sieht, diese, beim iPad jedenfalls, diese Tabs, ne, die man halt auch hier so hat. Die gibt es jetzt auch beim iPad Safari. Der Reader ist neu für RSS-Feeds. Und die Leseliste, wo man halt wieder alles einstellen kann. Und jetzt wirklich zur wahrscheinlich wichtigsten und wirklich marktführendsten Neuerung, PC-free bzw. Mac-free. Und zwar hätte ich das schon vor vielleicht 2 oder 3 Monaten gebraucht. Ja, wird hinkommen. Wo ich mir mein iPad gekauft habe und das war, habe ich mir das im Urlaub gekauft und naja, keinen Computer so schnell zur Verfügung gehabt und ja, da musste ich halt warten, bis wir bei Verwandtschaft waren und naja, gut, dann ging es halt. Auf jeden Fall ist es jetzt halt wirklich PC-free, das heißt, man startet es und es fährt gleich hoch, ganz normal wie ein Mac. Ist wirklich sehr wichtig, weil sonst ist das ja immer so unlogisch gewesen, ein iPad zu kaufen. Vielleicht hat man noch einen Laptop. Ja, und so ist es halt wirklich richtig gut umgesetzt, dass es sich halt auch lohnt, sich ein iPad oder so zu kaufen, wenn man jetzt noch ein Laptop, MacBook oder was weiß ich hat. Ja, Mail wurde natürlich auch erneuert, Kalender, sieht schön bunt aus. Das Game Center wurde erneuert, man kann jetzt ein Foto reinfügen und kann sich die Spiele da raus runterladen. Ich habe die WWDC natürlich auch live gesehen, wo das erzählt und alles so wurde. Wi-Fi-Sync, auch eine schöne Sache. Multitasking, Gesten fürs iPad, das ist das, was, glaube ich, die Entwickler auch nutzen, was ich auch nutze, wo ich 93 dafür ausgegeben habe mit Xcode, worauf man, wenn man es einmal nutzt, nicht mehr verzichten will. Ja, ich hoffe, dass das genauso umgesetzt wird, natürlich auch wie jetzt. AirPlay Sync mit dem iPad und zwar übers Apple TV. Jetzt hat es noch eine wichtige Funktion mehr bekommen. Kann man jetzt einfach auf sein TV
Das Bild übertragen, ganz kabellos. Und ja, nochmal, für was das alles ist. iPhone 3GS wurde natürlich jetzt doch reingenommen, obwohl die Frage ist, wie schnell es dann noch läuft. Ich habe gehört, dass es wirklich bei teilweise manchen Geräten, zum Beispiel schon im iPad 2, sehr langsam läuft, jetzt in der Beta 1. Das iPhone 4 natürlich, iPod Touch, dritte Generation, vierte Generation. Beim iPod Touch dritte Generation wird es, glaube ich, wird's nicht mehr für die kleinen Modelle sein, die jetzt schon nicht mehr abgedatet wurden. 4G wird alles drin sein, iPad und iPad 2 natürlich. Ja, dann haben wir das auch durch und wir gehen wieder hier hin. Ja, und jetzt zum naheliegendsten, Mac OS X Lion. Ja, das ist momentan absolut das Wichtigste meiner Meinung nach. Der Rest kommt nochmal im Herbst. Da wird bestimmt gleich nochmal was dazu dann gesprochen werden. Wie auch letztes Jahr bei Lion. Denn letztes Jahr, war letztes Jahr, wurde es ja schon angefangen. Da gab es dann schon, ja, das wird alles drin sein. Und ja, ist jetzt nicht das Neueste. Und jetzt wird es halt nochmal richtig vorgestellt mit Mission Control, Mail verbessert. Ich hoffe, dass jetzt die Mail-App auch besser ist als jetzige. Jetzt nutze ich nämlich Sparrow. Das Multi-Touch, die Multi-Touch-Gesten, wo man sich dann gleich für die Macs, die keine MacBooks sind, das Magic Trackpad wahrscheinlich kaufen kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so angenehm ist mit drei Fingern so auf der Magic Maus. Finde ich jetzt nicht so angenehm, hatte ich auch nicht bei der WWDC letztes Jahr geklappt, so, ne? Kann ich mich noch so daran erinnern? Ja, das Launchpad natürlich sehr iOS-like. Vollbildmodus, wie ich gerade Safari laufen habe, und ich bin momentan immer noch auf der 1.6.7. Ja, was haben wir noch? Den Mac App Store natürlich, der noch eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Mission Control natürlich. Mail hatten wir gerade und die Multitouch-Gesten. Was ist neu? Elite, okay. Ja, hier können wir uns gleich ein paar Videos ansehen. Was ist neu? Natürlich sind die Multitouch-Gesten neu. Die Apps im Vollbildmodus sind neu, abgesehen natürlich vom iPhone, was sowieso im Vollbild läuft. Mail, Safari, wie ich gerade laufen habe. Indem man hier oben bei Safari, ne, kann man das einstellen. Vielleicht läuft es auch einfach nur über ein Plugin gerade. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Mission Control natürlich. Der Mac App Store wird wahrscheinlich noch irgendwelche Verbesserungen erhalten. Launchpad. Resume. Zum Weitermachen. Das heißt, wenn der Mac ausgeschaltet wird und das aktiviert ist, kann man beim Hochfahren werden dann alle Programme geöffnet. Die letzte Internetseite wird geladen, ganz automatisch. Kann man ein- und ausschalten. Und ja, wird wahrscheinlich ganz schön sein, auch wenn es dann mal Stromausfall gibt. Und wahrscheinlich auch für Firmen und so. Wird nicht schlecht sein. Ja, automatische Sicherung. Genau, das müsste jetzt entweder das oder das sein. Naja, auf jeden Fall automatische Sicherung heißt einfach, wenn ich etwas schreibe, wird es immer nach wahrscheinlich 5 bis 15 Minuten einstellbar gespeichert, und falls dann mal was sein sollte, zum Beispiel Stromausfall, wird es dann einfach gleich wieder hochgefahren, natürlich mit Resume. AirDrop wird neu sein. Was genau ist, weiß ich noch nicht, habe ich mir noch. Achso, doch, ja, AirDrop ist das, wenn man jetzt zwei Macs nebeneinander stellt oder halt auf eine 10 Meter Entfernung so ungefähr,
wird es halt einfach hin und her geschoben, also Programme. Wird auch nicht schlecht sein. Mail, habe ich schon erzählt, wird neu sein. Der Alliance-Server wird neu sein. Und natürlich noch mehr als 250 Neuerungen. Wo ich das gestern hatten wir alles gerade. Was ist da aus X? Sollte jedem bekannt sein. Neues Safari kommt meiner Meinung nach auch dann gleich raus. iCal natürlich. Bekommt dann hier so ein kleines Icon. Fotobooth wird erneuert werden. Und FaceTime. So sieht ein Fotobooth aus. Sieht richtig schön aus meiner Meinung nach. Ja, FaceTime, Fotobooth, Safari habe ich ja gerade gesagt. Ich hoffe, es wird wieder ein bisschen schneller werden. Da manchmal wird es wirklich sehr langsam und dann lädt es so lange. Und ja, Time Machine, was ich eigentlich auch mal nutzen sollte. iTunes kommt dann auf 1.5. Ja, ich habe schon 1.5. Ich bin kein Developer, aber ich weiß, wo ich es herkriege. Ja. Noch was? iMovie natürlich. Vollbildmodus. Und jetzt kommen wir einfach mal zum Kaufen. Es wird ab Juli erhältlich sein. Und es wird nicht in einem Laden erhältlich sein. Nicht in einer Box, sondern es wird im Mac App Store erhältlich sein. Ich probiere das jetzt gerade so auszudrücken, wie Steve Jobs es ausdrücken, glaube ich, würde. Und das für nur 23,99. Ein unglaublicher Preis. Ich glaube, Snow Leopard läuft momentan, kostet momentan irgendwas mit den 40, glaube ich noch, wo ich hinkomme. Ja, und das wird einfach in drei einfachen Schritten zu lösen sein. Schritt 1, überprüfe, ob man auf dem neuesten Stand ist, ob dein Mac auf dem neuesten Stand ist. Kauf dir Lion, kauf dir Snow Leopard. Schritt 3, öffne den Mac App Store. Öffne den Mac App Store und lade es dir runter. Ganz einfach. Ja, die Entwickler können es natürlich alle schon testen. Ja, gut, da waren wir gerade. Für nur 23,99. Ab Juli wird es erhältlich sein. Mal sehen, wann im Juli. Nicht Ende Juli, sondern irgendwo schon Anfang Juli. Also nicht gerade dann, wenn ich nicht da bin und im Urlaub irgendwo bin. Muss nicht sein. Ja, ich könnte mich natürlich auch benachrichtigen lassen. Habe ich natürlich alles schon gemacht. Noch irgendwas? Ich meiner Meinung nach habe ich jetzt wirklich alles einzeln durchgenommen. Entwickler, ist da noch was Neues? Nein. Dev Center, die können das alles schon ausprobieren. Und für nur 99 Dollar im Jahr. Sehr guter Preis. Für die, die es brauchen. Achso, ganz schnell noch was zu Lion. Manche Leute haben das ja schon. Warum muss das jetzt kommen? Also, okay. Ich hoffe, die nerven. Nee, ich wollte sagen, noch eine ganz kleine Sache zu Lion. Manche Leute haben das ja schon, sprich YouTuber. Wo man es dann natürlich auch anschauen kann. Und zwar suche ich jetzt genau eine ganz bestimmte Sache. Und zwar irgendwo bei Safari. Wo man das, glaube ich, gut sieht. Auch hier. Das stört natürlich, wenn der immer on und off hin geht. Auch wenn er gerade mein Video wahrscheinlich sehen wird. Aber okay. Du bist jetzt im Video. Und zwar stört wahrscheinlich relativ viele das. Sag mal, was ist denn das? Das ist doch irgendwo. Okay, ich werde es einfach erklären. Und zwar stört wahrscheinlich die meisten, dass jetzt diese Scroll-Button nicht mehr dieses schöne Blau haben werden. Auch nicht, wenn sie werden grau sein, aber auch nicht so hervorgehoben. Sie werden einfach dieses
iOS-Grau haben. Mal sehen, ich gucke immer noch, ob man es mal irgendwo sieht. Wahrscheinlich sieht man es aber nicht. Sieht man wirklich nicht. Okay, nein, sie werden... Okay, sie werden so ein einfaches Grau wahrscheinlich, ist ja nur ein einfaches Grau, wie es auch bei diesen, bei den iOS-Geräten ist, also jetzt nicht mehr dieses schöne Blau. Und was mich dann jetzt wahrscheinlich auch sehr schnell aufregen wird, wird sein, dass man, jetzt hau ich so viele M's hier rein, das will ich ja gar nicht. Gut, hier ist es jetzt noch so. Aber bei Safari hat man es schon gesehen. Und zwar auf jeden Fall beim Scrollen. Wurde schon erzählt, auf jeden Fall auf YouTube. Wird es jetzt genauso sein wie beim iPhone bzw. iPad. Scroll ich runter, geht es nach oben. Das wird mich aufregen, da ich das sehr, auch sehr sinnlos eigentlich finde. Da man ja beim iPad nach unten scrollt, ne? Und hier würde ich jetzt halt auch nach unten scrollen und dann geht es halt nach oben. Ja, finde ich jetzt nicht so unbedingt notwendig. Also es muss nicht unbedingt sein. Will das nicht jetzt zerschwinden? Ich finde es zwar ein bisschen blöd, dass ich euch das jetzt nicht zeigen kann, wie ich das meine mit denen, aber ich denke, ihr könnt es euch so und so denken, was ich da jetzt gerade nicht zu beschweren habe. Aber okay. Man soll sich jetzt nicht beschweren. Und man muss es sich so und so kaufen, da man sonst danach kaufen muss. Und ich kaufe es natürlich gleich. Kann ich leider nicht. Okay. Das soll jetzt gewesen sein, mein Senf zu der WWDC, zu der Worldwide Developer Conference oder Convention. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen und bis zum nächsten Mal.